Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Zelda Tears of the Kingdom. So, und wir sind hier nochmal bei den Himmelsleiterinseln und wir haben hier noch einen Schrein. Als wir damals zu dem Windtempel gegangen sind, haben wir noch diesen Schrein hier nicht gemacht. So, und den würde ich gerne jetzt mal nachholen. Und dann hätten wir das kompletti. Okay. Offensichtlich ist der Schrein sehr schnell erledigt. Das ist natürlich echt krass, dass man das jetzt einfach nur so gemacht hat. Hätte ich ja damals machen sollen, aber ich dachte mir, okay, ich mache jetzt mal einen Windtempel, dann komme ich wieder und ja. Aber okay, freut mich. Dann haben wir auf jeden Fall ein Segenslicht mehr. Jetzt können wir ja mal schön upgraden. Ein Herz, mein Container. So, und dann habe ich eigentlich noch mal hier ein... So, Moment, das war schon richtig hier, wo ich war. So, wo war denn das? Wo war denn hier? Hier. Hier war ein Schrein auch nochmal. Muss mal überlegen, wie man am besten hinkommt. Man könnte ja versuchen, da hinzufliegen, von da nach da. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir gehen. Ah, nee, da bin ich ja da drin. Ne? In dem vergessenen Tempel. Aber ich kann mich ja nach oben beamen und dann das von dort aus machen. Und ja, dann gucken wir mal. An sich ist das ja gar kein Problem. Ich kann ja mal nach hier gehen und einmal ab durch die Decke. So, und noch einmal durch die Decke. Hier geht's noch nicht. Kann ich denn hier durch die Decke? Mein Gott! Wie viele Decken hat denn das Teil hier? Eine Million Decken. So, mehr Decken gibt es hier nicht. So, jetzt müssen wir tatsächlich in diese Richtung. Okay. Ich müsste nach da. Na, ein Krog? Kein Krog. Früher waren die immer schön unter den Steinen versteckt. Jetzt ist es kaum mehr so wie im ersten Teil. Er liegt gerade, wenn ich dahin gehe. Was ist denn das andere Ding? Okay, die Markierung kann ich löschen.
da ist der Schrein. Freunde, da ist der Schrein. Nee, das Pferd kommt nicht. Ich habe es, glaube ich, abgegeben. Ja, da müssen wir doch ein bisschen zu Fuß noch gehen. Und Regen kommt wieder. Oh Gott, den Regen mag ich ja gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ich mag Regen generell nicht in allen Games, weil er einfach nur nervig ist. Schleichglöckchen, okay. Kyuru Schrein, Wald von Hyrule. Spiel mit dem Feuer. Okay. So, da ist ein Eisblock. Hier ist irgendetwas. Das geht auf. Es geht aber wieder zu. Da haben wir durch die Decke. Ich weiß noch nicht so ganz, was mir das bringen soll. Ah, okay, der passt da nicht rein. Das heißt, wir müssen ihn ein bisschen schmelzen lassen. Ganz wenig. Wow, es geht aber wirklich fix hier gerade. Vielleicht reicht es aber auch schon. Okay, das hat gereicht. Okay, da fahren welche Blöcke raus. So. Ah ja, okay. Die Glocken nehmen wir mal raus. Speisen wir mal weg. Bam! So, wenn ich das aber hier drauf lege, bringt mir das natürlich gar nichts. Oder doch? Okay, der Block ist schon mal da. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wozu ich ihn brauche, aber... Okay, hier ist noch was. Ehrlich, ob ich die Truhe jetzt... Naja, das wäre schon mal ganz gut, die zu haben. Aber wenn ich hier jetzt eingesperrt bin, bin ich dann hier eingesperrt? Ah, ich bin nicht eingesperrt. Okay, cool. Na komm, schaffst du. Schaffst du, Digga. Schaffst du. Okay.
Ja, die gute Frage. Ah. Okay, das heißt, ich brauche nochmal die Platte von da oben. Oder wie ist das? Warte mal, ich nehme ja noch einen Eisblock. Damit ich mir auf jeden Fall... Ach du, okay. Shit. Ich muss das an einen Eisblock verbinden. Kann ich das nicht mehr greifen, oder was? Okay. So, kann man drehen. Mal den hier. So, ein Eisblock bitte. Hallo? Eisblock? Eisblock? Alter Leute, was? Auch ein Eisblock. Okay, machen wir folgendes. Ich hole mir erstmal... Mal kurz die Truhe. Ich bin eh wahrscheinlich wieder Müll drin. Ach komm, das kannst du echt. Vergiss es, Digga. Vergiss es. Da kommt kein Eisblock. Ich glaube, wir müssen tatsächlich ihn einmal schmelzen lassen. Jetzt müsste da einer kommen. Yes. So, dann machen wir mal folgendes. Wir nehmen den... So. Einmal bitte den Eisblock hier raus. Genau. Machen wir mal die Platte. Die Platte kann ich eigentlich auch hier so machen. So hier dran. Yes, man! It works. Okay, cool. So. Jetzt muss ich das noch tatsächlich noch ein bisschen umbauen. So, die Platte um. Zu entfernen. So, jetzt müsste es gehen. Au, ey. Ach komm, Freunde. Hüpf.
Nee, andersrum. Wo kommt das von? Nee, das war ja von oben. Okay, erledigt. Sehr gut. Okay. Das ist schon mal sehr gut. So, und jetzt würde ich tatsächlich noch mal gehen und mir kurz mal die Upgrades abholen. Warte mal, gehen wir einfach mal hier hin. Dann würde ich gerne nochmal zum Stall gehen, denn dort habe ich einen Krog gesehen. So, jetzt können wir einen Herzcontainer machen und einen Ausdauercontainer. Und ein paar Pfeile kaufen wäre nochmal ganz nice. Glaube ich. So, ich will. Ja, bitte einmal Herzen. So, und ein Ausdauer nehmen wir auch nochmal dazu. Okay, das ist schon wirklich sehr nice. Ich glaube, jetzt muss ich ganz nach oben latschen, um die Pfeile zu kaufen. Oder waren die Pfeile hier? Ah. Komm, gib mir einfach mal alles, alles, was du hast. Vielleicht doch nicht. Aber die Pfeile. Nein. Okay. So. Das hätten wir auch erledigt. Und dann habe ich hier noch irgendwo... War das hier? Ist das das hier? Stempel kann ich hier löschen. Warte mal kurz hier. Hier war das. Da habe ich tatsächlich noch einen Krog gesehen, den man zu seinem Freund bringen muss. Da machen wir das auch mal. Und in der nächsten Folge machen wir dann ein bisschen das ja, inneres Hyrule. Denn ich glaube, in den Spätposten erwartet uns etwas. Irgendjemand hat hier was gesagt. Ich glaube, das war sogar hier direkt am Stall. So, wo war der Stall denn?
Mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall mal Holz. Hi. Oh. Welches Pferd? Nee, ich. Oh. Genau, wie ich hörte, sucht der Spähpostenforscher, da es eine bahnbrechende neue Entdeckung gab. Aber hat mit mir wohl wenig zu tun. Okay, das machen wir dann auf jeden Fall nächstes Mal. So, und hier war irgendwo ein Krog. Da! Den habe ich nämlich letztes Mal schon gesehen, aber erstmal gedacht, okay, ich mache den später. Ist erstmal egal. Was für ein Schlamassel, ich möchte zu meinem Freund. Wo ist denn dein Freund? Da hinten, okay. Okay, warte mal, dann nehme ich dich mal zu deinem Freund, aber erstmal hole ich mir ein bisschen Fleisch. Oh, nicht schon wieder diese komischen Vögel hier. Geh weg einfach. Guten Abend, oh. Wünsche ich. Ein heftiger Schneesturm. Okay, okay. Ja, zeig mal, was du hast. Oh, Holzpfeile. Okay. Hm. Nö. Ah. Mehr brauche ich jetzt nicht. So, ich latsch kurz mal zu deinem Freund. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da ist er. So mega weit ist es jetzt nicht. Da können wir auch zu Fuß dahin. Oh, danke, dass du meinen besten Freund gerettet hast. Ja, bitte. Okay, hier ist nichts. Oh, hier ist eine Hülle. Hm. Dann speichern wir und gehen wir nochmal kurz rein. Jetzt hast du jetzt gar nichts, ne? Okay, die Hülle ist ja aber wirklich ein bisschen boring.
Okay, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, in der nächsten Episode, weiß nicht, ob wir uns das hier nochmal hier reinziehen, die Ruinen. Oder ob wir direkt hier... Wir können das tatsächlich so machen. Wir machen nochmal hier den Bereich von dem Turm. Wald von Hyrule, da kommen wir irgendwie erstmal nicht rein. So, und dann können wir mal hier uns mal ein bisschen durchschlängeln. Bisschen nach unten, bisschen Spähposten. Und dann würde ich sagen, ich glaube, hier sind die Zoras. Und dann machen wir mal den nächsten Tempel. So, das hier lasse ich erstmal nur markiert. Ich habe keine Ahnung, wozu die Dinger hier waren. Aber die nehme ich erstmal raus. Okay. Gut, das machen wir in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo, ein Like und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.